Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Revelations. Wir sind hier stehen geblieben im zweiten Kapitel, haben es auch abgeschlossen. Sie haben sich hier nur wieder so angesehen, aber... Ich lasse dich hier unten nochmal fertig quatschen. Das hat sie mir gesagt. Ja, ich lasse dich hier unten noch fertig quatschen. Mehr nicht, mehr interessant, nicht. Ja. Nur interessant? Also, ich habe mir gedacht, wenn wir die Fragmente haben, ich glaube 25 braucht man, dann du wirst doch nicht 10, da sind dann 15, 20 und 25, denke ich mal, ne 30 sogar, okay. Also wenn wir die 30 haben, werden wir dann mal eine komplette Folge machen, wo wir eben alle Erinnerungen davon erspielen werden. Und so lang mache ich dann hier die Hauptstory weiter. Und ja, das wäre es erstmal damit. Und dann ist mir aufgefallen, dass sich manche eben beschweren, dass es doch ein bisschen zu lang ist mit den Parts. Aber ich würde halt eben es so sequenzweise machen. Also ich versuche es ein bisschen schneller hinzukriegen. Die Assassinen hier angeführt von einem Rätsel. Aber ich kann es euch nicht versprechen. Also ich versuche es ein bisschen kürzer zu halten. Sind sehr stolz auf ihre Stadt. Aber. Sie ja, so I try. Es ist ja auf jeden Fall... Sich nur vorstellen ja, ich versuche es ungefähr eine halbe Stunde hinzukriegen, okay? Eine Gruppe byzantinischer Wenn nicht, tut es mir leid, muss ich das alles Angriffe in zwei haben Parts meine Suche nach den Schlüsseln behindert. Ja, so können wir das machen. Aber sobald ich in der Lage also dazu bin, durchgehen, werde ich nach Nicolo Bollos früherem Handelsposten und weiteren Hinweisen suchen, die mich näher... Ja, also ich werde jede Sequenz, denke ich mal... wieder Hallöchen sagen, aber sonst werde ich, denke ich mal, das Ganze schneiden und dann, ja, denke ich, werde ich einfach durchbrabbeln. So, Sequenz 3 verloren und gefunden. Die Stadt wird schön aufgebaut. Dok, 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 dok. So. Da sind ja unsere Brüder wieder und Schwestern. Wie waren wir? Wir haben gesiegt und unsere Feste zurückerobert. Okay. Doch wir haben auch einige Freunde verloren. So viel Tod für einen so geringen Ertrag. Ihr habt doch etwas Erfahrung bei der Rekrutierung neuer Assassinen, oder? Mehr als nur etwas. Die Menschen hier sind diese Templerangriffe leid. Könnt ihr nicht euren Charme einsetzen und neue Rekruten für uns finden? Natürlich werden wir unseren Charme einsetzen. Sie. Aber diese Feste eignet sich nicht mehr für ihre Ausbildung. Nicht so bald. Das werden wir auf jeden Fall. Ein guter Einwand. Sprecht mit meinem Mann in Galata, wenn ihr fertig seid. Okay. Er kann euch bei der Ausbildung helfen. Dann werden wir mal diesen besagten Kerl... Werden wir mal diesen besagten Kerl hier... unter die Lupe nehmen. Okay, was blinkt denn da auf? Da ist, glaube ich, irgendein Versteck oder sowas, ne? Ja, ein Versteckchen. Die werde ich auch in der Special-Folge hochladen, alle Verstecke. Die werde ich alle nacheinander anreihen und dann könnt ihr die euch ansehen. Oder ich mache das irgendwie in das... Na, nee, in der Story mache ich das nicht. Nee, ich mache das in einer extra Folge und dann werden wir uns alle Verstecke anschauen. Und ja, denke ich mal, so machen wir es, oder? Ja, finde ich gut, finde ich gut. So, wir gehen zu unserem Erinnerungsanfang. Da-dam-dam-dam. So, okay, den beklauen wir, den beklauen wir auch, die haben sicherlich immer Geld, lalala, Geld regiert die Welt, so, okay, oh, die haben einiges dabei, okay, gut, so, okay, der will gleich, dass wir runtergehen, habe ich recht, aber nicht bei mir, den kenne ich doch, und klack, so, gut's Nächtle. So, oh, da ist eine Truhe. Na, hallo, kletterst du eh zu? Ja, finde ich gut. So, die Truhe schnappen wir uns auch noch schnell. So. Das wehtun. Ja, das hat wehgetan. Okay, da ist schon der Gefangene. So. Wie können wir dir denn helfen? Seid ihr ein mitfühlender Mann, Effendim? Könnt ihr mir helfen? Dass ich Obst gestohlen habe, leugne ich nicht. Aber doch nur, weil mein Hunger größer war als mein Gewissen.
Bringt mir den Schlüssel für diese Kette. Okay, und es soll sich zehnfach lohnen. Dann kriegen wir halt 10 Äpfel. So, die Wachen den Schlüssel per Taschendiebstahl abnehmen. Das schaffen wir. Wartet. Ja, du kannst eh nichts machen. Natürlich. Das war wieder ein guter Spruch, Ezio. Das war wieder deinem Charme gerecht. So, wir sollen das per Taschendiebstahl machen. Kriegen wir das dann am besten hin, ohne erwischt zu werden? So, dann. Okay. Okay. Okay, schon etwas schwieriger. Aber nichts ist unmöglich, ne? Wir kennen ja unseren Ezio. Und so, okay, da stehen zwei. Oh, erstmal schauen, wer überhaupt den Schlüssel hat. Ah, okay, der da hinten. Okay, der hat den. Okay, dann machen wir das. So. Bei allen Heiligen, was macht er da? Oh, irgendwie kriegen wir das schon hin, denke ich. So. Wir haben den Schlüssel. Und gehen auch wieder zurück. So, das war ja einfach. So. Den Gefangenen befreien. Das tun wir doch glatt. Da wir ja dann 10 Äpfel kriegen. Okay. Und darüber und darüber. Und tada. Mission accomplished. Ihr beschämt mich, Effendim. Ich kehre zu dem Mann zurück, den ich bestahl, und erweise ihm dieselbe Güte. Denkt darüber nach, euch uns anzuschließen, Amico. Sobald euer Gewissen beruhigt ist. Ein ehrlicher Mann braucht eine ehrliche Arbeit. Ja, es wäre eine ehrliche Ehre. Arbeit, genau. Ach, wir töten Templer, das ist natürlich sehr aufrichtig, Ezio. Wir stoßen so ein bisschen gegen die... Oh, wie soll ich sagen? So die Grundsätze, aber ist okay. Nette Vorstellung, es ist was okay. Soll das? So, wie das aussieht, ist es auf der anderen Insel. Also auf. Ja. So. Ja, dann fahren wir mal zum Galata-Bezirk. Wir wollen ja nicht, dass ich mir die Folge hier unnötig in die Länge ziehe. Aber das könnte durchaus passieren. Deswegen. Ja. Verdammt. Naja, wir klettern noch schnell hier hoch. Ja. Jo, wenn... Nein, ich denke doch, ich werde es in zwei Parts dann schneiden. Und dann ist, glaube ich, jeder damit zufrieden. Denn ich will euch ja alle glücklich machen. Ich habe euch doch alle lieb, wisst ihr? Mal schauen. Nö, da ist nichts mehr oben. Okay. So, Dille. Na, so. Also ich finde, das mit dem Synchro-Knopf haben sie so ein bisschen bescheuert gemacht. Also ich finde, da wäre Dreieck immer noch angebrachter. So wie in den alten Teilen. Aber ja, man kann es ja nicht allen recht machen. Aber daran soll es nicht scheitern. Auf jeden Fall, genau. Fällt mir gerade ein. Fällt mir echt gerade ein, weil ich so auf die alten Teile anspreche. Es wird in Assassin's Creed 3 höchstwahrscheinlich, also es ist noch nicht bestätigt, aber... Es wurde erwähnt, dass es einen Koop-Modus geben soll, der bis zu 4 Spieler in Anspruch nimmt. Und man soll zusammen Missionen erledigen können. Also gar nicht mal so eine schlechte Idee. Das wollten sie ja schon in Brotherhood einbauen, hieß es eben laut der Quelle. Und da sie es aber aus zeitlichen Gründen eben nicht geschafft haben, wollen sie es halt eben in Assassin's Creed 3 implementieren. Und yo, ich bin mal gespannt, ob das wirklich was wird, weil dann könnte ich mir echt mal vorstellen, wäre es echt mal cool, wegen der Bruderschaft eben. Also da finde ich, das ist cool, das hätten sie auch hier in Revelations einbauen können, dass man halt eben Koop-Missionen zusammen erledigt, die man halt, ja, wie zum Beispiel diese eine letzte Mission, wo man eben, wo alle Assassinen dann eben Ezio verhelfen. Die Templer hier aus der Stadt zu verjagen, also versucht zu verjagen, beziehungsweise ihnen zeigt, wo der Hammer hängt. Und
Das finde ich ist gar nicht mal so eine schlechte Idee. Dann kann man nämlich auch mal die Geschichte der anderen Assassinen, also denke ich jetzt mir mal, miterleben oder wie auch immer. Und man hat auch nicht immer so die blöde KI dabei, sondern eben einen menschlichen Spieler, der das Ganze dann auch erheblich leichter macht. Okay, ein Festenanführer. Einer ihrer Assassinen hat genug Erfahrung gesammelt, ja. So, das bist wahrscheinlich du, Ghazi Oglu Ilyas. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich will jetzt irgendwie keinen verärgern oder so. Hoffen wir mal, dass ich es richtig ausgesprochen habe. Also ich denke mal schon. Und wenn nicht, tut es mir leid. Ihr könnt dann, ich weiß nicht, eine Antwort posten oder sowas. Mindestens ein Assassin-Signal einsetzen. Okay, das sollten wir auch gebacken kriegen. So. Bin ich mal gespannt, was die Mission hierher bringt. Mentor, wir haben ein Problem. Sehr viele Assassinen sind in den letzten Monaten verschwunden und ich ahne auch warum. Verschwunden? Meint ihr, sie wurden getötet? Ich fürchte ja. Ich habe keine Zeit, es zu erklären. Versteckt euch im Park westlich von hier und wartet auf meine Ankunft. Dann werdet ihr selbst okay. sehen. Okay. Und er hat es also so im Urin, dass hier irgendwas schief läuft. Ja, schon weg. Aber ich erstmal lasse ich dich ausschalten und habe somit meine optionale Quest erfüllt. So, okay, wir müssen da wieder hoch. Oh, toll. Okay, gehen wir lieber so lang. Und dann klettern wir wieder hoch. Ja, nämlich hier. Hier schön die Wand entlang. Alle Prince of Persian-like. Das war auch ein schönes Spiel damals. So, ja, komm, stöhn mal nicht so rum hier. Okay, wir sind angekommen. Ja, gute Nacht. Zwei auf einmal. Jetzt versteckt er sich. Aha. Ja, mal schauen, ob ich den von hier krieg. Yo, sehr cool. Und Slow-Mo-Kill. Okay. Dann gehen wir mal hier schnell. So, komm raus. Schärft eure Sinne. Hier droht eine Gefahr, die ich nicht verstehe. Ihr haltet Wache. Ich sehe ja, mich Ezio hat auch ein Gespür, dass hier irgendwas nicht richtig ist. Okay, da liegt irgendjemand schon zusammengeklappt. Nein, verdammt. So wie alles weiß, ah, genau so. Seine erhabene Durchlauf hat Kontrolle. Und das wird auch so okay, bleiben. Das. Aha, okay. Okay, da liegt Blut, wie es ausschaut. Ja. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Ah, okay. Okay, das ist natürlich nicht schön. Irgendjemand versucht, meine Assassinen zu töten und das finde ich gar nicht cool. Aha, das ist wahrscheinlich selbst eine Assassine. Okay, wir folgen ihm. Folgt diesem Mann! So, schnell mal hinterher, Ezio, komm. Nur ein schuldiger Mann rennt du hast so natürlich schnell wieder davon. Lebenserfahrung en masse, Ezio. Das ist wieder und genial. An, um zu kämpfen. Na komm, du Lahmarsch, Ezio. Aha. Schöne Sequenz und. Komm, den kriegst du. Nein, bleib da nicht. Oh. Ah, oh, okay, hat er strategisch gemacht, wenn der Rauchbombe noch entkommt. Glaubst du, du entkommst mir?
Leute. Ich habe noch nicht getan. Ja, weiter so. So, dir ins Gesicht und dir ebenso. So. Verletzt? Mein Stolz ist verletzt. Okay. Mein Herz ist schwer. Dieser Mann, sorry. Sein Name ist Vali. Er war ein Assassin. Ich hab's mir gedacht, dass der ein Assassin ist. Er hat offenbar Talent und eine Rechnung zu begleichen. Evet, bis der Mann gefasst oder getötet wird, kann sich keiner von uns in dieser Stadt sicher fühlen. Und bis ihr richtig geübt seid, werde ich euch nicht in den Kampf gegen einen so tödlichen Gegner entsenden. Konzentrieren wir uns weiter auf die Verbesserung eurer Fähigkeiten. Okay, du hast das gehört. Du bist einfach noch zu schlecht, mein Freund. Und genau deswegen werden wir dich jetzt auf eine Mission schicken. Auf eine... wie soll ich sagen? Mediterrane Verteidigung. Ja, das kennen wir ja. Der kleine Prinz. Boah. Okay, und los geht's. So, du darfst dahin. Und jetzt gehen wir gleich mal zur nächsten Mission. Also wir haben den Typen ordentlich eingeheizt. Okay, oh, da ist eine Bank. Die gehört schon uns. Haben wir die überhaupt gekauft? Nö. Das kann doch nicht wahr sein. Nee. Ey, haut ab. Mach ich das mit euch. So. Okay, verdammt. Verdammt, wir sind... Und ich hätte mich verlaufen. Ja, ich weiß. Ich habe hier nichts verloren. Rein gar nichts. Bin ja auch schon weg. So. Und schnell mal hier rüber. Oh, kann man auch festhalten können. Okay. So, komm schneller da hoch, Ezio. Oder nee, komm. Wir kaufen mal unseren ersten Shop hier. Das wird gleich mal eine Schneiderei sein. Und die kaufen wir uns gleich mal. Damit ein bisschen mehr Geld in unsere Kassen kommen. Und wir dann noch mehr schöne Geschäfte eröffnen können. So, okay. Yeah. Kommt und seht, was jetzt nicht, mein Freund, jetzt nicht. Okay, 2 von 15 Schneider. Das ist ja mal prima. Okay. So. Abmarsch mit der Seilbahn. Außerdem müssen wir wieder auf die andere Insel. Oh Mann. Ist das ein Hin und Her wieder? Okay, aber sollte ja kein Problem sein. Denn wir sind Ezio Auditor da Firenze. So. Okay, hier. Und schnell rüber in den anderen Bezirk. Sollte ja alles kein... So. Aha. Warte, das ist noch eine Bank. Die renovieren wir auch noch schnell, falls uns das Geld reicht. So. So, es hat geklappt. Es hat noch geklappt. So. Und nun nur stracks. Oh, ich sehe noch ein Datenfragment. Verdammt. Ich sehe heute so viele Dinge. Also, siehst du die Nein. Das ist so klar. Jemand wird so, geht doch. Geht doch. Okay, wir müssen nach oben und dann nach hinten. Na komm, los Ezio. Lauf, mein Bursch. So, den nehmen wir auch gerade mit. Der hat mich gerade so schief angesehen. Und das mag ich ja mal gar nicht, ne? Wenn er mich so doof von der Seite angelotzt. Kriegt er halt immer schnell ein Messerchen in den Bauch. So. Okay, wir müssen zum Turm. Nicht direkt hier, einfach nur weg.
So, jetzt sind wir an der Feste. Zack. Und gehen nun hier rein, schnurstracks in die nächste Mission. Gibt es Schäden? Keine offensichtlichen. Byzantinische Templer sind schlechte Gastgeber, aber gute Pächter. Wenn sie einen Ort einnehmen, halten sie ihn in Stand. Weil sie vorhaben zu bleiben. Kessin Likle. Nun, wie versprochen, falls ihr lernen wollt, eure eigenen Bomben zu bauen, ich zeig's euch. Nicht anfassen. Eine falsche Bewegung und Peng. Okay. Das Haus stürzt ein. Ist das euer Ernst? Scherzkiss. Also. Nein, ich finde der Charakter sehr, sehr sympathisch. Ich zeig's euch. Der hat irgendwie was. Okay, erstens hier mal den Call. Und bla bla bla. So, mit der Werkbank die Bombenherstellung interagieren. Okay, Aufschlag. Achso, okay, das ist. Da. Bank. Entschuldigung für das Gehen. Aber es kam gerade über mich. Okay. Stinkdrüsensekret. Okay, dann gehen wir mal zur Werkbank. So, ich schau mal auf meine schön geschaltete Uhr, wie lange wir schon haben. Okay, wir haben schon 20 Minuten hinter uns. Der Hülse, dem Schießpulver und der entscheidenden Zutat. Okay. Manchmal fügen wir noch mehr hinzu, aus Spaß. Doch dazu kommen wir später. Aha. Zunächst konzentrieren wir uns nur darauf. Aha. Okay, da kann man sie dann testen. Das ist cool gemacht. Ja, Bombe herstellen. Ihr werdet viele Zutaten für Bomben finden. In der ganzen Stadt. Also haltet die Augen offen und die Nase am Boden, wenn ihr herumlauft. Das sollte mich beschäftigen. Grazie, Yusuf. Kennt ihr dieses Buch? Nein. Ein Tagebuch? Sie. Der geheime Kreuzzug von Niccolo Polo. Marcos Vater? Ich fand es bei einem Templer in Masyaf. Es erwähnt die 5 Schlüssel zu Altairs Bibliothek. Niccolo versteckte sie in der Stadt. Ein Wettlauf gegen die Zeit. Genau, du hast es noch fast, Yusuf. Genau, also ich habe noch eine Frage, Leute. Daher Assassin's Creed 3 im Oktober rauskommt, wollte ich euch fragen, ob ich noch die anderen Teile spielen soll. Also Assassin's Creed 1, dann Assassin's Creed Bloodlines, das habe ich auch da. Ich glaube schon. Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood. Er kann euch die Richtung weisen. Yo, da wäre ich gerne mal ein paar mehr auf eure Resonanz, falls euch danach ist. Ja, beeindruckend. Oh, verdammt, was ist das für ein Satzbau? Nee, da wäre ich gern. Ja, würde ich gerne mal wissen von euch, also eure Resonanz so einfahren. So, jetzt habe ich es nochmal gerettet. Nee, ich würde es echt gerne mal wissen. Also, falls Interesse besteht, dann dann werde ich das in Angriff nehmen und werde dann die anderen Teile auf jeden Fall auch noch spielen. Also der Einzahler war ja jetzt nicht so lang, also das wird schnell gehen. Bloodlines ebenso. Etwas länger wird Assassin's Creed 2, da es echt eine ziemlich geile und lange Story hat und ich auch alle DLCs besitze. Also wir können die DLCs dann auch spielen. In Brotherhood genau dasselbe, da besitze ich auch beide DLCs. Und ja, hier werde ich mir auch demnächst dann noch das neue DLC holen für Assassin's Creed Revelations, die Gedächtnisabschnitte von Desmond Miles. Und ja, ich glaube, ich kenne einige eurer frühen Werke. Das wäre so mein Vorschlag, wenn ihr Lust und Laune habt, ob ich das nicht noch in Angriff nehme und dann bis Oktober eben die anderen Teile noch nachspiele und wir dann im Oktober mit Assassin's Creed 3 dann anfangen. Also das wäre so einer meiner Vorschläge. Dann haben wir nämlich so einen ganzen geschichtlichen Überblick von Assassin's Creed. Jeder kann sich das dann ansehen und nachvollziehen, was passiert ist eben. Ja. Und ja, das wäre so mein Vorschlag an euch. Und dann, genau, es kommt in demnächst das neue Resident Evil, also Operation Raccoon City. Das werde ich auch LP'en. Dann Resident Evil 6 auf jeden Fall, wenn es draußen ist.
Ich bin Navigator. Mass Effect, denke ich, werde ich auch machen. Zurzeit beurlaubt im Studium der Kartografie. Doch in meiner Zeit als was kommt denn noch alles? Ich muss gerade mal überlegen, was noch so für gute Titel kommen. Ich habe ja auch noch einige Titel liegen. Verdammt, ich muss echt noch. Es verschafft uns einen Vorteil. Nee, ich glaube, ich habe echt mal was Cooles vor. Also wenn es am Wochenende klappt, könnten wir mal eine Live-Session machen. Also sprich einen Livestream und wir zocken einfach mal querbeet. Also jeder, der Lust hat und sonst was, der soll mir doch bitte eine PN schreiben oder das unten in den Kommentaren niederlegen. Dann werde ich darauf zurückkommen und wir werden dann einen Livestream starten. Ich weiß, es ist jetzt gerade momentan von eher von den großen YouTubern so zu erwarten. Aber ich finde, auch kleine YouTuber können das machen und vor allem, wir wollen ja Spaß, oder? Und da würde ich euch gerne mit einbeziehen. Wir können spielen, was ihr wollt, eben wir können ja auch den Multiplayer von Assassin's Creed spielen. Also das ist echt euch überlassen, so wie ihr möchtet. Ich habe keine Grenzen, okay, ich habe eigentlich fast alle Spiele, was man so zusammenzocken könnte. Ich habe sehr viele COD-Teile. Sehe ich gerade außer den 5er, den 1er, 2er und 3er, aber den gibt es dann nicht für die Konsole. Oh verdammt, was mache ich denn da? Ich habe den eiskalt von den Socken gehauen. Nee, also wie gesagt, wenn ihr Lust und Laune habt, sagt Bescheid, gibt es in den Kommentaren unten an. Dann können wir das auf jeden Fall mal in die Wege leiten. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir das mal alle zusammen unternehmen. Okay, und die Mission ist wohl doch so ein Versteck. Okay. Okay, das ist eine... Ach, das ist ein... Ah, ja, stimmt. Buongiorno. Stimmt. Oh, das ist total vergessen. Ach, verzeiht die Unordnung. Ich hatte noch keine Zeit, nach meiner Reise hier aufzuräumen. Ihr kamt aus Rhodos, nicht? Sie. Woher wisst ihr? Wir waren auf demselben Schiff. Ich bin Ezio Auditore. Sophia Sator. Kennen wir uns? Jetzt schon. Darf ich mich umsehen? Prego. Meine besten Stücke findet ihr hinten. Ich weiß, wonach du dich umsehen willst, Ezio. Kleiner, schlimmer Charmeur. Es ist schön, noch einen Italiener in diesem Bezirk zu treffen. Ich glaube, ich weiß schon, wo das ist. Genau. Und da haben wir es auch schon, glaube ich. Altretanto. Ich dachte, der Krieg der Osmanen gegen Venezia hätte die meisten von... Natürlich das alt, das super alt Werkzeug, Allwerkzeug, die Klinge. Mio Dio. Ich würde mal sagen, aus meinem Zauberhändchen. Incredibile. Wo führt so. Das und, okay, da ist schon das erste Versteck. Also werde ich, denke ich mal, die anderen hinten dran klemmen. Ah, ich weiß gar nicht. Nein. Ich werde eine extra Folge machen, so wie ich es vorhin gesagt habe. Nur mit dem Versteck. So, jetzt haben wir es. Fertig aus. Oder, verdammt, nein, wisst ihr was? Ich mache das einfach so, wie es uns gerade passt. Also, bäh, irgendwas festlegen ist doch doof. Nee, das machen wir nicht. Nee. So. Ezio Auditore, Konterattentat. Halten Sie R1 gedrückt und viereckig, während er angreift. Ja, das kennen wir doch schon. Kennen wir. Ja, blocken ist genau dasselbe, nur ohne Kontern. So. Jetzt haben wir es doch. Okay, da geht's ziemlich tief runter und wir sind mitten in der Pampa. Okay, welche Ungemach. Wisst ihr, wie lange wir schon diese abscheuliche Zeit durchsuchen? Wisst ihr, wie lange wir schon diese abscheuliche Zisterne durchsuchen? Oh, ich bin seit Wochen hier. Ich bin seit Wochen hier. 13 Monate. Und zwar seit der Großmeister diesen verdammten Schlüssel fand. Aber er weiß überhaupt nicht, was er tut. Okay, der ist leicht verzweifelt und hat keine große Ahnung, was er und die so Stadt ist groß. Toxero. Das sage ich doch. Okay, wer kommt denn da? Zurück auf eure Posten, agiert Okay, das war wohl der Hauptmann. Ich bin mal gespannt. Ja, okay, komm. Doch, das machen wir noch und danach werden wir die Zisterne erkunden. Das machen wir doch glatt. Nee, danach. Ja. Ah, Mann, ich komme aus dem Konzept. Wenn mein Bruder da hinten im Hintergrund da reinquatscht. Ja, wir werden auf jeden Fall hier noch die Zisterne untersuchen. Also es ist sowas. Ja, ich glaube, es ist sogar eine Kirche oder sowas in der Art. Oder nee, doch, ich glaube, es war irgendwie dasselbe. Es ist irgendwie dasselbe Moschee oder sowas. Ich bin mir da gerade nicht sicher.
Ich weiß nicht, ihr könnt mir sicherlich genauer sagen. Also ich bin so in dem Kulturellen noch nicht so stark bewandert, aber... Ah, ja. Ich sag jetzt lieber nichts, Mann, sonst reite ich mich hier nur in die Scheiße. So. Gib acht, ja? Ach komm, pass auf die Tür auf, okay, und da nicht auf deine man. Füße. Also auf jeden Fall da hinten. Okay, wir müssen auf jeden Fall... Okay. Nein, das ist nicht gut. Das ist auch nicht gut. Ah, verdammt, ich wollte doch... Ah, wo sind meine Wurfmesser? Da, genau, die wollte ich doch haben. Du kommst jetzt mal hier hin. Ja. Vorsicht! Es könnte noch mehr Bomben geben. So. Das wollte ich eigentlich. So. Okay, ich habe mein Wurfmesser wieder. Oh, jetzt klettern wir hier hoch. What the fuck? Okay, scheiße. Ich mach grad echt nur Mist. Aber okay, so. Den schalte ich noch aus. Den schalte ich auch noch aus. So, dann warte ich, bis der Hauptmann hierher kommt. Und dann killen wir den ganz einfach. Und dann sollte das passen. Na, komm mal her, wo bist denn du? Lauf mir nicht so schnickschnack. Na, okay, jetzt kommt er. Na, endlich. So, den haben wir auch. So, jetzt holen wir uns unsere Wurfmesser. Ja, das Tor zur Zisterne. Wir wissen's. So. Oh fuck, da stehen zwei. Oh, okay. Oh, wir sind entdeckt worden. Das ist egal. Naja, du hast kein gutes Gefühl. Naja, Wurst für Käse. Ich halte mich jetzt nicht daran auf. Ich will einfach nur weiter, weil sich das sonst zu lange erstreckt. So. Ach komm. Wir alle müssen im Dreck arbeiten. Und genauso 8 Stunden lang. Also heult nicht rum. So. Na Gott. Petros. Sorgt dafür, dass wir für die Grabung genug Fackeln haben. Ich bin okay, es leid, gut. Im Dunkeln herumzustolpern. So. Okay. Na, egal. Nicht fliehen. Ha! Fasst ihn! So. Ein bisschen Action muss sein. Ich weiß, es ist jetzt nicht stealthy-like, aber... Ich habe jetzt gerade momentan echt ein bisschen Zeitdruck, da ich ja euch versprochen habe, es nicht so lange zu machen. Deswegen wird es sich jetzt gerade... Okay, so. So, den haben wir auch. So, und wir gehen zum Tor. So. Jetzt haben wir das da. Ah, können wir fortsetzen. Wow, hat der mich jetzt erschrocken, ey. Okay, wie komme ich denn da hoch? Okay, darüber schwingen. Okay, ich verstehe. Okay. So, und hopp. Le Parcours und Free Running. Ja, halte die Fäuste bereit. So, ich werde jetzt frontal da rein. Und die Fäuste bereit. Ja, ich weiß ja, wer der Hauptmann ist.
So. Komm her. Komm her, komm her. Was war das? So, dich haben wir auch. Kommt her. Eins. Zwei. Drei. Und vier. Und fünf. Okay. Ah. Verdammt. So, und zack. Und dich nehmen wir auch gerade mit. So, da wir nämlich gerade Lust drauf haben, gehen wir nun weiter. So. Also ich hab's noch ein bisschen mit dem Kämpfen drauf. Ein bisschen, hab ich gesagt. Ein bisschen. Ja, okay. Echt klar. Ha, ich bin gut. Ich weiß noch ungefähr, wo es ist, um eben Zeit zu sparen. So. Es wird echt knapp. Also wir sind jetzt bei... verdammt. Okay, wir sind knapp bei 40 Minuten. Also ich denke, bei 40 Minuten wird das Video aufhören. Also ich habe mich um 5 Minuten gebessert. Ob danach die Sequenz fertig ist, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall haben wir eine Menge erledigt hier. Und so, wir holen uns jetzt erstmal den ersten Massivschlüssel. Tada! Und haben auch die schöne Scheibe. So, und die Schwertschneide, die funkelt auch. Okay, die ist jetzt weg. Okay, eine Karte erhalten. Wo wahrscheinlich der nächste Schlüssel ist. Ja, volle Synchro gescheitert. Das ist mir jetzt auch relativ Wurst. Nicht entdeckt. Kann passieren, sonst hätte ich das echt übertrieben in die Länge ziehen müssen. Aber ja. Da wir eh unter Zeitdruck leiden. Ja, passt es. Dann passt es ja, dann passt es ja. So. Salve, Ezio. Ihr wart lange fort. Was habt ihr gefunden? Etwas, das euch interessieren könnte. Mio Dio che meraviglia. Und hier ist mein Geschäft. Seht euch den Rand an. Seltsame Symbole. Und das sind Titel von Büchern. Wahre Schätze. Einige dieser Bücher sind seit 1000 Jahren verschollen. Niccolò Polo versteckte diese Bücher in der Stadt. Die Karte sollte uns zeigen, wo. Ihr interessiert mich langsam ein wenig. Soweit ich das sehe, brauche ich diese drei Bücher zuerst. Sie müssten Hinweise auf die restlichen enthalten. Molto curioso. Man fand einen unter dem Topkapi-Palast. Aber wir haben noch Zeit, die anderen zu kriegen. Wer fand ihn? Männer, die nicht lesen. Sophia. Ich kann auch nicht lesen. Könnt ihr diese Karte jetzt lesen? Was soll das bedeuten? Mir helfen, die Bücher zu finden. Was ist gemein, Ezio? Übergebt ihr sie mir, wenn ihr fertig seid? Wir werden eine Lösung finden. Das war natürlich ein Scherz. Das war reiner Sarkasmus. Ich kann natürlich lesen. So, und hiermit beende ich dann auch die Folge, sonst ziehe ich das unnötig in die Länge. So, speichert ja hier. Und wir sehen uns einfach dann bis zur nächsten Folge. Bis dann und viel Spaß noch. Tschaußen.